So Leute, wir bekommen wieder ein Update, wobei sieht so aus. Wahrscheinlich morgen kommt ein Balancing-Update mit den Änderungen, die ich da jetzt vorlese. Und parallel arbeitet Supercell aber an einem wirklich großen Update. Und zwar allerdings, in this balancing update, we are giving some love to lesser used troops and further developing the Town Hall 11 air game. In the meanwhile, the Clash of Clans team is hard at work on a massive update. Wenn Supercell wirklich schreibt massive update, kann man schon davon ausgehen, dass das ein richtiges Update ist. Richtig. So. Jetzt wird nur spekuliert, was es ist. Die Spekulationen kommen dann nachher am Schluss des Videos. Ich fange jetzt einmal an mit dem Update und von den Sachen, die wir schon wissen. Also, was kommt neu? Luftabwehr Level 9 auf Rasos 11 macht Sinn. Luftabwehr gibt es ja noch auf Rathaus 11 kein zusätzliches Level. Und man sieht, Ballone waren etwas zu stark, vor allem wenn man in die Elite-Clan-Krieger reinschaut, wird eigentlich auf Rathaus 11 eigentlich nur mehr mit Loons angegriffen. Also 11 gegen 11. Gegen 10er, Rathaus 10er eventuell Hexenbowl, aber auch viel, viel mit Golaloon. Ist klar, wenn man so gut ist, dass es eigentlich nur mehr um 3 Sterne geht, ja. Obwohl die alle Anti-Laloon-Basen haben, also schadet sicher nicht. Kein Fehler. So. Vor allem, wenn ich da so ein bisschen denke an diese ganzen Spam-Laloon-Angriffe auf 2 Sterne. Ja. So. 25 mehr Level 12 Mauern, die weißen. Naja, gut. Kann man statt 50 eben 75 bauen. Wer es braucht, ich bin noch weit davon entfernt, dass ich sie habe. Ja, gut. Schwein ist und Miner, also Tunnelgräber, haben mehr Lebenspunkte. Aber bei Schwein ist ab Level 5 bis 7. Und ich habe die Stats, dazu komme ich dann auch, gibt es schon einen Leak von den Stats her. Also, ja. Dann Drache ab Level 4, 4 bis 6 mehr Schaden. Pekka Level 3 bis 5 mehr Schaden. Und die Hexen, die spawnen jetzt die Skelette schneller. So. Zweiter Tab, das ist wieder mal von Spencer. Der hat die ganzen Daten einmal geleakt. So. Und wie gesagt, das ist alles noch nicht fertig, kann sich natürlich noch was ändern, aber ich gehe mal davon aus, dass das die aktuellen, die richtigen Werte sind. So, also Luftabwehr, fangen wir vielleicht damit an. Luftabwehren, es werden halt alle niedrigeren Level ein bisschen billiger und die Bauzeit reduziert, aber nichts Gravierendes. So, Luftabwehr Level 9 hat 300. Ja, so knapp 9 Millionen. 360 Schaden, bisher 320, also 40 Schaden mehr. Wird jetzt nicht so die Welt ausmachen, aber naja, man wird es schon spüren. 40 mal 460 Schaden, naja, das sind fast 2 X-Bögen. Also wird interessant werden. So, und ja, Lebenspunkte wieder ein bisschen mehr. Was heißen die Lebenspunkte? Man kann das mit 2 Blitzen Level 7 und einem beliebigen Beben immer noch down bekommen. Mit 6er Blitz wird dann 1er Beben nicht mehr ausreichen. Da wird man wahrscheinlich ein 3er brauchen, wenn nicht 4er. Das muss ich erst dann genau durchrechnen. Aber 3er. Wahrscheinlich wird ein 3 ausreichen, vermute ich. So, gut. Also,
Meiner Tunnelgräber. Jeweils 50 Lebenspunkte dazu, also von den Leben hier ein Level drauf, so in etwa. Schadet sicher nicht, weil die sind ja sowas von unbrauchbar. Wird die Miner sicher nicht so stark machen, bei weitem nicht wie früher. Es könnte nur Sinn ergeben, die eventuell dann ein bisschen an den Flanken einzusetzen. Eventuell. Vor allem, wenn die X-Bögen mehr auf Luft stehen noch, wird man sehen. So, bei den Hexen hat sich Folgendes geändert. Die beschwören ihre Skelette jetzt schneller. Also sie können Hexe Level 3 beschwört immer noch 5 Skelette auf einmal. 10 können sie maximal haben. Aber bis sie wieder beschwört, dauert das nicht 6 Sekunden, sondern 5,6. Hört sich nicht viel an. Heißt aber, dass so knapp 10% mehr Skelette rauskommen. Und in der Regel ist es ja nicht die Anzahl der Skelette, die so wichtig ist, also die Hexe maximal haben kann, sondern wie schnell sie nachbeschwört. Vor allem, ob sie nachbeschwören kann, bevor sie ins Feuer gerät. Und sagen wir mal, das ist sicher eine nette. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, was von Level 2 auf 3, wo es eigentlich um 25% mehr Skelette auf die Welt kommen, was das für einen Riesenunterschied macht. Und jetzt sind es knapp bei 10%, wird man sicher spüren, behaupte ich. So, vor allem, weil die Hexen ja mit Bowlern immer noch nicht so schwach sind. So, Drachen. Das sieht jetzt so aus, ab bis Level 3, bis Rathaus 8, ist alles wie bisher. Dann ist es so, dass bisher haben die Drachen immer pro Level 20 Schaden dazu bekommen. Das sind jetzt 30. Also sie, wenn man sich das anschaut, die Lebenspunkte haben sie gleich gelassen, sie bekommen eher moderat Schaden dazu, aber im Schaden sind das 30er-Sprünge und auf Level 6 sind das schon 30 Schaden mehr. Das ist so wie eineinhalb Leveln. Und das würde bedeuten, dass die Drachen in der Gruppe wieder stärker sein sollten, rechnerisch zumindest, als die Babydrachen. Das heißt, ich werde die gleich einmal ausprobieren nach dem Update. Ich habe 6er-Drachen schon und schaue mal, was ich damit dann schaffe. Ob die effizienter sind als die Babydrachen oder gleich. Vielleicht mischen. Ja, wird man auf jeden Fall sehen. Pekkas haben ja auf Level 3 10 Schaden dazu, wird nicht viel ausrichten auf Rathaus 8, behaupte ich einmal. Level 4 und 5 dann auf Rathaus 10. Ja. Also, ich sage mal, sie werden immer noch unbrauchbar sein, ist meine Prognose. Ja. Schwein ist, das wird interessant. Rathaus 9, 5 Leben dazu. Nicht spannend. Ja. Heißt aber dann, was ich mir noch durchrechnen muss, ist, was es dann für eine Auswirkung auf die Riesenbomben hat. Was jetzt definitiv nicht mehr gehen sollte, ist Schweinis mit Doppelbombe und einer kleinen Bombe dazwischen. Solange vorgeheilt wird, wird man sie nicht mehr down bekommen. Also das kann man schon schmeißen, diese zwei kleinen Bomben zwischen den großen. Ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass sich so viel ändert auf Rathaus 9. Rathaus 10, 15 Leben dazu. Naja, ich sage einmal 3% könnte vielleicht ein bisschen Unterschied machen. Leider fehlen hier die Daten für Level 7. Es würde vielleicht Sinn ergeben, 5, 15, 25 Lebenspunkte dazu von, sagen wir mal, ich glaube, es waren 600, 600 auf 625. Würden die natürlich noch stärker machen. Sieht man, Schweine sind ja nicht schwach. Und
Das wird dann schon eine Kategorie bringen, wo man nicht ständig mehr vorheilen muss. Also nicht mehr durchgehend heilen muss. Das muss man natürlich alles ausprobieren. Aber ich sage einmal vorsichtig, 11, Rathaus 11 gegen 10 auf einer Basis, die keine Ringbasis ist, werden sicher Schweinis sehr effizient werden. Sind sie ja eigentlich auch schon im Moment. So, gut. Das war's jetzt einmal zu dem bisherigen Update. Mehr gibt's ja da nicht. Und jetzt gehe ich einmal rüber zum nächsten Update. Das große Update. Also dieses Massive Update. Galadon hat in seinem Video behauptet, es ist womöglich das größte Update seit der Einführung von Clankriegen. Ja, er hypt alles gern hoch. Abgesehen davon, das ist nicht unbedingt besonders schwierig, weil, was ehrlich gesagt, was haben wir seit Clankriegen an großen Updates gehabt? Eigentlich gar nichts groß. Ja, Rathaus 11, aber was haben wir mit Rathaus 11 bekommen? Wächter und den Adler und dann war es das. Also, ja. Auf jeden Fall kommt sehr Interessantes daher. Könnte natürlich theoretisch Rathaus 12 sein. Ich glaube es kaum. Allerdings, es wird eher ein neues Feature sein, denke ich mir. Und jetzt darf ich ein bisschen ausholen. Und zwar, es hat ja beim letzten Update schon einen Leak gegeben. Und zwar, Spencer hat wieder mal die Gamefiles analysiert und hat dieses Icon gefunden. Dieses Schiff. Also ein Repair Ship Icon heißt das Ganze. So, und damit kann man das ein Schiff reparieren. So, dann sind noch ein paar andere Fotos irgendwie aufgetaucht, parallel. Ich glaube auch von Spencer irgendwie, dass es ein Schiff gibt, das man reparieren kann, so wie die Clanburg, um ähnliche Kosten, so ab Rathaus 4 bis 5, glaube ich, Rathaus 5 herum. Mehr war da nicht bekannt. So, dann war das Update, es war kein Schiff da, jeder hat gesagt, okay, Spencer hat nicht recht gehabt. Natürlich hat er recht gehabt, weil Spencer sagt ja immer nie, was im Update kommt, sondern immer, was er in den Dateien vom Spiel gefunden hat. Und da sind natürlich auch Sachen drin, die noch nicht fertig sind. Und genau das war anscheinend hier auch der Fall. Und gestern hat also Clash with Ash hat, ich glaube, vor einer Woche schon ein bisschen angedeutet, es kommt ein großes Update, aber er darf noch nichts sagen, weil er ja unter NDA steht, also rechtlich darf er nichts sagen dazu. Der hat Insider-Informationen. Gestern hat er gepostet, diesen Post: Clash of Clans looks to be getting a pretty sizable update on the horizon. Ja, bla bla bla. So, und ein Foto von diesem Schiff. So, das ist ein alter Leak. So, dann, was ist weiter passiert? Heute hat es auf der japanischen offiziellen Twitter-Seite von Clash of Clans dieses Bild gegeben, ohne den roten Pfeil, mit dem Barbaren Balancing Update, wo im Hintergrund auch ein Schiff zu sehen ist, genau dasselbe, wenn man sich das anschaut mit den rot-weißen Streifen, wie das im Spiel. Das heißt, das muss konkret kommen. Und ich sage einmal, das ist sicher kein Zufall, dass dieses Schiff da im Hintergrund ist. Und es ist sicher kein Zufall, dass Clash with Ash, der ja unter NDA steht, diesen Screen postet, weil er ja offiziell nichts dazu sagen darf. Der hat sicher die Erlaubnis von Supercell dazu bekommen, dass er da ein bisschen Update-Wirbel um dieses Schiff macht. Und ja, mit Schiff, ich glaube, Powerbank hat im Dezember schon ein bisschen angedeutet mit Schiff, obwohl er nicht genau weiß, was kommt und was nicht oder was
im nächsten Update kommt und was nicht. Sagen wir es einmal so, wenn das gerade testet. Also, zu Anspielungen. Also, ich sage einmal, das Schiff wird kommen. Und das Schiff wird in dem großen Update kommen. Behaupte ich einmal ziemlich sicher. So, man wird es aufbauen können, mit so wie eine Clanburg. Die Frage ist nur, was tut es? Ich weiß es nicht. Da können wir jetzt ein bisschen spekulieren. Sagen wir mal, Clans gibt schon eventuell. Was mir als Schiff einfällt, ist, bei Heyday gibt es eine. Also bei Heyday gibt es so ein Schiff, das hier und da vorbeikommt, wo man gewisse Aufträge erledigen muss. Das könnte vielleicht in die Richtung gehen, vor allem Richtung Events. Fragezeichen. Irgendwie so. Wird man sehen müssen. Werden wir uns komplett überraschen lassen müssen, weil das kann jetzt keiner, glaube ich, so genau vorhersehen. Also, falls es Neues gibt, gibt es über die News bei mir. Ansonsten bis dann.